Im Sommer 2015 sind meine 20-jährige Tochter Samira und ich zum Paddeln und Segeln samt Zeltgepäck auf schwedischen Seen unterwegs. Was wir dabei und dort so getrieben haben, wurde von mir ausführlich auf YouTube dokumentiert und in entsprechenden Playlists gesammelt. Was ich jetzt hier noch zeige und labere, das ist eher so ein Nachhall auf das, was wir erlebt und erfahren und gesehen haben. Zunächst mal ein paar Anmerkungen rund um unsere verwendete Ausrüstung. Das, was wir hier gerade aufbauen, ist ein Hilleberg-Zelt. Hilleberg, die schwedische Zeltbaulegende, dürfte vielen Outdoor-Reisenden, die Wert auf Qualität legen, bekannt sein. Das Hilleberg-Zelt Saivo, das wir seit 12 Jahren verwenden, ist ein sogenannter Geodät, das heißt ein freistehendes Zelt, was man, wie man hier sieht, einfach auf einen Felsboden aufstellen kann, ohne einen einzigen Hering dabei verwenden zu müssen. Als ich dieses windstabile Zelt im Jahre 2003 kaufte, kostete es damals schon 1100 Euro. Das war eine Menge Geld für einen Teil, was uns dann 3 Jahre später erheblich Ärger machte, nämlich als die Alu-Stangen zu brechen begannen. Ich schickte diese zurück an die Firma Klobetrotter, mokierte, dass mir diese Stangen viel zu simpel und zu dünn erschienen, bekam auch prompt neue für die Rechnung von 260 Euro. Man unterstellte mir falsche Handhabung beim Aufbau dieses Zeltes, was mich relativ wütend machte und ich die ganze Sache auf meiner Website kanukassel.de dokumentierte und darauf bestand, dass ich diese neuen Stangen, wesentlich stabiler und einige Millimeter dicker als die alten, umsonst als Reklamation bekäme. Damals betitelte ich meine Internetdokumentation dieses Gestängebruchs beim Hilleberg Saivo mit dem Satz: Hilleberg, eine Zeltlegende stirbt. Das zeigte damals 2006 auch prompt Wirkung. Ich bekam das neue, stabilere Gestänge umsonst und kann hier und heute 2015 behaupten, dieses neue Gestänge ist immer noch funktionsfähig, ist immer noch stabil, ist immer noch gut. Das Hilleberg-Zelt hat sich rehabilitiert und die Firma auch. Und als ich gerade aktuell im Internet nachschaue, wie denn das Saivo heute aussieht, stelle ich fest, es hat sich ganz nett, aber nicht wesentlich verändert. Und die Stangen sind noch stabiler geworden wie die, die wir selbst gerade hier im Einsatz haben. Doch als ich gerade nach dem aktuellen Hilleberg Saivo-Preis September 2015 nachschaue, fällt mir bald ein Ei aus der Hose. 1375 Euro kostet dieses kleine Zweimannzelt und das ist echt fett. Heute würde ich dieses Zelt für diesen wahnsinnigen Preis keineswegs nochmal kaufen. Es gibt sicher Zelte auf dem Markt mit ähnlichen Merkmalen, mit ähnlicher Windstabilität, mit ähnlich stabilem Gestänge wie das Saivo, aber okay, deutlich günstiger. Aber wie dem auch sei, wir können uns im August 2015 bei allen Wetterlagen und nicht nur Sonne und Windstille wie hier auf das alte Hilleberg Saivo verlassen und sind mit dem Zelt einfach zufrieden. Da wir bei unseren Kanu-Gepäcktouren und Segelgepäcktouren besonders exotische Plätze an besonders exponierten Stellen lieben, wie hier Felsnasen auf kleinen Inseln, ist es natürlich von besonderer Notwendigkeit, dass ein Zelt auch steht, ohne dass wir einen Hering in den Boden kloppen müssen, denn das ist auf den Felsen, die wir hier immer wieder schön verwenden als glatte Unterlage, kaum möglich. Damit uns der schnell aufgebaute und windstabile Geodät nicht einfach davonfliegt, binden wir ihn einfach mit einem Seilchen am Baum fest und beschweren ihn schnell mit unserem Gepäck. Thank you.
Eine zweite Ausrüstungslegende made in Schweden ist der sogenannte Trankea-Sturmkocher, den wir schon seit 40 Jahren verwenden und der immer wieder gute Dienste tut, besonders dann, wenn es windig ist, wie hier und heute. Aber nicht nur die gute Verwendbarkeit des Spiritusbrenners bei viel Wind, wo andere Brenner versagen, sondern auch seine Standfestigkeit und seine Vielfältigkeit machen dieses Ding bei uns immer wieder beliebt. Denn der Trankea lässt sich wunderbar klein verpacken und besteht nicht nur aus Windschutz, Standschutz, Brenner, sondern hat auch noch zwei Töpfe, eine Pfanne und einen Wasserkessel integriert und das alles wunderbar klein verpackt und für Kanutouren ideal. Da wir bei unseren zahlreichen Outdoor-Reisen tagelang, wenn nicht gar wochenlang, mit Zeltgepäck draußen unterwegs sind, bei Wind und Wetter und nicht nur bei Sonnenschein, ist es von höchster Notwendigkeit, dass wir qualitativ hochwertige Ausrüstung haben. Und dazu gehört insbesondere auch die absolut wasserdichte Verpackung unserer kompletten Ausrüstung, was mit praktischen Rollsäcken passiert, die hauptsächlich von den Firmen HF und Ortlieb stammen. Dass wir natürlich auch die hochwertigsten Luftboote der Firma Grabner benutzen, steht hier eigentlich außer Frage und muss nicht besonders erwähnt werden. Was ich hier aber noch gerne erwähnen möchte, ist die Tatsache, dass wir zum Pennen als Liegeunterlage nicht hochwertige, sauteure Thermarestmatten und ähnliches benutzen, sondern ganz simple, einfache Kastenluftmatratzen. In nordischer Wildnis findet man nur selten schön ebenen, arschglatten englischen Rasen, auf dem eine Thermarestmatte wunderbar gerade liegt. Sondern alles ist bucklig, alles ist steinig, alles ist uneben. Und mit Hilfe einer Doppelluftmatratze, mit einer Doppelkastenluftmatratze, kann ich mit Unterfütterungen von Schwimmwesten und anderem Ausrüstungsmaterial schiefe Betten wieder gerade bauen. Spinatkäse, Sahnesoße mit Thunfisch oder chinesische Nudeln mit Erdnüssen? Oh, chinesische Nudeln mit Erdnüssen. In speziellen Outdoor-Läden kann man auch hochwertige, vitaminreiche, nährstoffreiche Outdoor-Nahrung kaufen, die dehydriert in kleinen, praktischen, leichten Packungen Verwendung finden. Diese kostspielige Klobetrotter-Nahrung verwenden wir allerdings nur äußerst selten und greifen lieber auf das Supermarktangebot zurück, was uns auch sicher einige Tage lang nicht darben lässt und auch nicht an Skorbut sterben lässt. Nein. Wer bei dieser kleinen Dokumentation der von uns aufgesuchten Zeltplätze in Schweden 2015 genauer hinschaut, dem wird auffallen, dass wir hier völlig wild kampieren, völlig allein sind, völlig unbehelligt von Polizisten, Großgrundbesitzern oder Rangern. Wild
zelten zu können draußen in unberührter Natur ist für uns ein hohes Gut und ist einfach Kult. Wo wir hier unterwegs sind in Mittelschweden, in den Provinzen Värmland und Dalsland. Diese Gegend liegt genau 1700 Kilometer vom Spessart von unserem dortigen Wohnort entfernt. Und wenn wir trotzdem diese Entfernung in Kauf nehmen, dann liegt das einzig und allein daran, dass wir uns hier aufhalten dürfen wie sonst nirgendwo anders in Europa. Nämlich Into the Wild. Das ermöglicht uns das traditionelle und ungeschriebene schwedische Jedermannsrecht, was schon seit Jahrhunderten Wanderern in den Naturwelten ermöglicht, dort zu schlafen, wo es gerade sinnvoll und nötig ist und solange man dabei niemand anderen stört. Wenn sich das Wetter da draußen verändert, wie nun Mitte August 2015 in Mittelschweden, nämlich das bisher vorherrschende Skandinavienhoch von einem windigen Regentief verdrängt wird, dann kommt ein anderes, sehr wesentliches Ausrüstungsteil zur Geltung, nämlich eine Regenplane, ein sogenanntes Tarp, das wir unter Zuhilfenahme eines Wurfsacks, eines 20 Meter Seils zwischen Bäume in unser Lager aufstellen können. Muss nicht ganz zumachen, nur dass kein Regen reinweht. Unter Zuhilfenahme eines richtig gespannten Tarps schaffen wir uns auch hier in der Wildnis ein gemütliches Outdoor-Wohnzimmer, unter dem oder in dem das gesellschaftliche Leben stattfindet. Von zentraler Bedeutung ist dabei ein Lagerfeuer, was sich am Rande des Tarps befindet, sodass das Tarp durch Funkenflug nicht beschädigt werden kann.
Natürlich zünden wir bei unseren Kanu-Trekking-Touren in schwedischer Wildnis nur dann ein Feuer an, wenn es die Natur erlaubt. Sprich, wenn es regnet, wenn es nass ist, wenn wir keine Waldbrände verursachen können, die katastrophal wären. Man sieht es in vielen Regionen Europas, wo jeden Sommer der Wald brennt. Wir sind hier nun auf dem bekannten Dalslandseen unterwegs. Das ist eine weitläufige Seenregion, die kanutouristisch voll erschlossen ist, wo es bis zu 100 Biwakplätze gibt, wo es ein Ranger-Kontrollsystem gibt und wo man auch Gebühren bezahlen muss. 5 Euro umgerechnet pro Person pro Nacht. Dafür sind die Biwakplätze gepflegt, sie haben eine Toilette, sie werden entsorgt und sie werden mit Brennholz versorgt. Ab einer Kanu-Gruppengröße von 6 Personen ist die Benutzung dieser offiziellen Biwakplätze mit Schutzhütte Pflicht. Für kleinere Gruppen Einzelreisender allerdings nicht. Und wir nutzen auch im August 2015 diese offiziellen Biwakplätze nicht, sondern finden immer noch wunderschöne Plätze im Abseits, wo wir uns etwas einsamer und alleiner fühlen. Und das gefällt uns besser wie auf einem überfüllten Biwakplatz der offiziellen Kanu-Infrastruktur. Unser tägliches Brennholz fürs Lagerfeuer suchen wir gewöhnlich im umliegenden Wald und verwenden dabei selbstverständlich nur abgestorbenes Holz. Hier auf diesem Biwakplatz können wir allerdings auch auf die Holzreserven eines offiziellen, fast schon verlassenen Biwakplatzes zurückgreifen, wo den ganzen Sommer das Holz nicht verbraucht wurde, sodass wir dieses dringend benötigte Holz jetzt einfach dort abgreifen und dadurch sieht es etwas geklauter aus, was es offiziell ehrlich gesagt auch ist. Denn wir haben keine Gelegenheit, wir finden keinen Ranger, bei dem wir das entsprechende Entgelt entlöhnen können. Aber zum Schluss dieser Doku noch eine besondere Beobachtung auf unserer Tour 2015. Egal, wo wir uns rumtreiben, egal an welchem Ufer wir anlanden, egal welche offiziellen Biwakplätze oder inoffiziellen Plätze, wilde Plätze wir ansteuern, wir finden nirgendwo unangenehme Hinterlassenschaften. Die meisten Outdoor-Reisenden, die hier unterwegs sind, lassen keinen Müll liegen, machen alles sauber, hinterlassen einen Biwakplatz, wie man ihn anzutreffen wünscht. Die Schweden und auch die Ausländer, die hier in Schweden unterwegs sind, wissen diese einmalige, wunderschöne Natur und die Möglichkeit, hier wild zu kampieren, auch angemessen zu schätzen. Und ich sehe, dass ich es nicht verstehe. Und
versteh und ich seh, dass ich niemals versteh.